Und damit, meine Freunde, ein recht herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Monster Hunter World. Es ist, wie ihr vielleicht schon im Titel gelesen habt, eine neue Rüstung draußen, aber nicht für euch, sondern für euren kleinen Palico. Und zwar die Mega Man Ausrüstung, kann man so sagen. Und ja, die holen wir uns heute. Ich habe schon einmal gegen die beiden Ordogarons im Rush-Blutrausch angetreten, aber in der Gruppe. Ich muss hier mal kurz einen Gutschein verwenden, weil ich könnte mich schon wieder neu anmelden. Werdet ihr gleich sehen. Tada! Warum auch immer. Kann ich hoffentlich danach noch machen. Aber ich muss zuerst Platz schaffen. Und wie wichtig ist es, dass man zuerst isst. Ja, aber es ist jetzt nicht gerade cool. Jägergericht. Wir machen L. Ja. Muss reichen. Und dann, let's do this. Holen wir uns mit der Rüstung des berüchtigten Gurkenmonsters mal kurz den Sieg. Auch Devil Joe genannt. Und ihr hört schon die Mucke. Hört sich aller Mega Man an, ne? Zumindest die Anfangsmucke. So. Und jetzt seht ihr vielleicht hier gerade. Oh. Ein süßer Ordogaron. Ein kleiner. Aber der hat ziemlich viel Leben. Haha. Und er haut ordentlich auf die Kacke. Nö. Jetzt reicht's. Und jetzt ist so ein Problem, mein Freund. Oder auch nicht. Ja, war klar. Das ist halt das Problem mit diesem Schwert. Nee. Oh Gott. Das war ja wieder sowas von klar. Bitte mal kurz. Danke. Und dann. Habe ich jetzt eins zu viel genommen? Ja. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Ja, super. Und ich hau direkt das kaputt, was ich gebrauchen könnte. Vielleicht gleich. Oh. Alter, jetzt musst du mir aus dem Weg. Na, tut's weh. Das tat weh, sicherlich noch. Und Freundchen. Oh, Kollege. So. Na, und? Brauchst du noch mehr? Ah, verdammt. Ah, verdammt, scheiße. Das war jetzt völlig für den Arsch. Und der Schwanz ist ab. Hahaha. Scheiße, ne?
Ich habe mich gerade verschluckt, Mann. Das geht gar nicht, deswegen muss ich schnell mal kurz Heiligsblechle. Oh nee. Läuft ja auch gar nicht gut. Und jetzt bin ich noch verwehrt. Und jetzt bald kommt der Odogaron. Der große noch. Und dann haben wir ein richtiges Problem. Aber der scheint müde zu sein. Oh, wunderbar aufs Maul gegeben. Ja. Nee. Du willst mich gerade verarschen, ne? Ich mach das jetzt wie folgt. Ich renn jetzt nach da hinten. Darf ich? Danke. Jetzt gibt's aufs Fressbrettchen. Oder auch nicht. Ha, zumindest ist der andere nicht da. So, komm her. Der ist schon um einiges langsamer als zuvor. Aber er ist klein und süß. Also eigentlich beim ersten Mal dachte ich so, nee, den töte ich nicht hier. Den rahme ich mir ein oder so. Den nehme ich nach Hause. Ah, jetzt ist der zweite da. Oh, ich könnte kotzen. Weißt du, wie ich das dann mache? Hier. Hä? Ey, das gilt nicht. Yo, der geht durch die Mauer durch. Komm mal hier runter. Halt die Backen. So. Und jetzt gibt's nochmal eins auf die Fresse. So. Na? Aha. Was ist eigentlich sein kleines Schwänzchen? Das muss noch hier rumliegen. Es kann doch nicht sein, dass das abgehauen ist. Hm. Oder doch? Aha. Ah, ne. Sehe ich das da gerade? So. Oh, Digga, jetzt ist ein Problem. Yes. Das war's mit dir. Darf ich kurz? Dankeschön. Dreimal looten. Und oh, oder gar um Platte. Und das ist noch das Schwänzchen. Und ich habe nur eine Otogaron-Schuppe gekriegt. Ist ja lächerlich. Okay, du willst sterben. Und ich mach's jetzt so. Und Audi Hai Ho. Nö. Nein. Einfach nee. Nein. Nein. Kannst du mal aufhören?
So, und jetzt möchte ich die eins in die Fresse hauen. Der hat übrigens viel weniger Leben. Immer so am Rande. So. Zwei. Und jetzt. Und. Yeah. Was machst du jetzt, mein Freund? Au. Und der macht auch weniger Schaden. Ein Palico zeigt ja auch, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Tja, scheiße, ne? Nee. Oh, 120 Damage. Nein. Nein. Au. Ich gebe dir gleich Höchstleistung. So. Au. Na warte. Du vergisst wohl, dass ich trinken kann. Oh nee. Ich hasse es doch. Bitte, bitte. Danke, nochmal. Komm. Oh, Digga. Gehst du mir auf den Sack? Nein. Hier, friss. Nein. Haha. Wow, hast mich mal nicht getroffen. Du kleiner Strolch. Was ist denn das jetzt schon wieder? Ja. Wunderbar. Bin ich ja wirklich wunderprächtig. Du Dreckstöle. Aha. Komm bitte mal runter. Hallo. Es läuft ja mal gar nicht, wie ich das möchte. Jetzt läuft's. Ne. Was der für Schleifspuren hinterlässt. Und jetzt noch eins zwischen die Kiemen. So. Eins. Zwei. Und jetzt. Drei. So. So mag ich's. So, und nochmal am Liegen. Eins. Zwei. Und drei. Tja, und dein Schwanz ist ebenfalls ab. Tja, Reißzahn. So. Und ich darf dich nochmal hitten. Ne. Ich sehe nicht ein, dass du mich irgendwie hier runterballerst. Nö. So. Nein, immer noch nicht. Ne. Sehe ich nicht ein. Komm.
Jetzt weiß ich auch, warum man runterfällt. Wenn die Ausdauer-Ding low ist, dann fällt man runter. Okay, gut zu wissen. So, für den letzten Hit hier machen wir jetzt noch was. Na. So. Alter. Von hinten. So. Ein braves Miezekätzchen. Was übst du da gerade? So, noch ein Hit in die Fresse und der war am Boden. So soll's sein. So und nicht anders. Oh, Rodogarum Platte wieder. Also wer Platten braucht, der soll hier ein paar Mal gegen die fighten, ne? Echt? Nice work. Wie viel habe ich wirklich gebraucht gegen den? 13 Minuten. Und 3 Minuten waren wir irgendwie am Labern von dem Video. Okay. Sehr gut. Gefällt mir. 13 Minuten für den Gegner. Oder besser gesagt für die 2. Im Alleingang. Passt doch. Ja. Oh. Irgendwie hatte ich zu viert länger. Ach du Scheiße. Und ich habe nur ein einziges gekriegt, euer Ernst. Und ich brauche 3 davon. Euch geht's zu gut. Immerhin gibt's gut Kohle. Und gut XP. Für den Negerrang. Dafür, dass ich jetzt schon dran auf Jägerrang 73 bin, läuft es sehr gut. Na? Na komm. Jetzt möchte ich mal kurz gucken, ob ich wirklich 3 brauche oder nur 2. Für den Palico. Ja, und ich kann jetzt durch den Anmeldebonus wieder. Yes. Sehr schön. Ja, ja, in 3 Stunden. Welche haben wir heute? Hä? Ich habe doch gerade eine Event-Quest gemacht. Willst du mich verarschen? Sogar 2-mal habe ich die gemacht. Lava sie auf der Jagen. Ja, genau. Dir schleift zum Gehirn. Ich hasse den Lavasiot, auch wenn er eine geile Rüstung hat, hasse ich den zum Fighten. Schmiede. Also ich kann ja die Palico-Rüstung nicht empfehlen. Was soll ich herstellen? Was könntest du mir herstellen? Nee, zuerst Palico schmieden. Komplette Rüstungsset. Mega Man Set, ja, und ich brauche 3 Tickets. War ja klar. Oh Mann. Ja gut. Übrigens, hier. Das ist die Rüstung, die ich gerade anhabe. Ich habe auch den Aufschlagsmantel jetzt mittlerweile.
Denn hier gab es noch eine Mission. Ich kann euch zeigen, welche das war. Der Aufschlagmantel ist auch ziemlich geil. Neue Quest bekannt machen. Nein, das war optional. Hier. Und zwar das da, Showdown, Schlamm gegen Schlegel. Wenn man die bekommt, also wenn man die abschließt, kann man dann ja den Aufschlagsmantel erwerben. Was der macht, zeige ich euch gleich noch. Event Quests, ja. Komm. Wir machen, naja, gut, das braucht er eigentlich nicht, aber ich möchte jetzt für mein Palico. Standard. Demon Show. Okay. Das Schmetterlingsset, glaube ich, war das, ne? Vorschau. Was macht. Ja, Lähmung zu 70%. Weil das Lähmung eben hat, ist es ziemlich gut. Frühlingsblütenticket braucht man dafür. Wie sieht es im Ganzen aus? Ja, nee, ist klar. Also ich hol's mir auf jeden Fall. 350. Das kannst du anhaben. Von mir aus. Das Ding kaufe ich dir einfach so, aber das darfst du nicht anhaben. Und dann bekommst du noch die schönen Flügel. Nein. Wie siehst du aus mit dem da? Naja, was soll ich jetzt davon halten? Lieber das Set. Hä, ich sehe nur Set. Und das Mega Man. Best zum verfickten Stumpf. Mega Man Ticket 2. Dein Ernst gerade? Nah, fern, ein Nachbar des linearen Megabusters tritt in 8-Bit Herrlichkeit gegen noch so wütende Monster an. Dein Ernst gerade? Und es hat weder ein Element noch sonst was. Und da gerade mal 40 Nah- und Fernangriffe. Klar, es hat auch nur 48, das ist viel besser, aber dennoch, es hat 70 Lähmung. Und ab Verteidigungsbonus. Seid ihr Gehirn geschissen? Affinität gleich 0, Das Ding hat gleich 10 plus, Und hat sogar Ältestensiegel niedrig. Und das Ding hat Ältestensiegel hoch. Ist ja klar, Elsensiegel, Mittel, Ball, Hasak. Könnte ich mir auch machen, mache ich mir auch. Ich meine, guckt euch das Ding an. Und ich habe 40 Krallen, von daher kann ich mir das gut gönnen. Ich sollte vielleicht mal reingehen. Von daher, let's do this. Ich habe jetzt auf jeden Fall meinen Palico, falls ich wieder offscreen spiele, ohne, also offscreen kann man ja so nicht sagen, aber wenn ich halt alleine spiele, naja, kann ich halt dann mit Palico eher was reißen, weil ich die Monster dann lähme. Ihr seid immer noch zu dritt dran hier. Darf ich mal? Sorry. Einmal richtig gehittet, Das kam jetzt aber auch scheiße rüber. Ich komme rein und kille ihn einfach mal so.
Es hat jetzt ausgesehen, als würde ich den Ultra-Damage reißen. Ah, okay. Kann man auch so machen. Also, ich gehe nicht ohne den Schwanz. Wo habt ihr den? Ich finde ihn zwar nicht, aber gut. Hauen wir jetzt dem noch eins über die Oma. Aber von hier oben. Oh, ich hasse es, wenn er das macht. Ich muss leider dann wieder weg, weil meine Freundin hat gerade gesagt, dass mein Sohn nicht schlafen will. Das heißt, ich habe dann anderes zu tun, muss ich sagen. Oh, und ihr kennt das Spiel ja. So. Ah, ah. Das sieht sicher geil aus, ne? Kann man eigentlich so den Schwanz abpacken? Weiß ich gar nicht. So, bevor dass der mich jetzt abwerft, bitte haut drauf. Ja, super. Oh ja. Hä? Wie ging das denn jetzt? Will der mich verarschen? Nein. Aufschlagsmantel. Jetzt töte ich den mal noch eine Runde. So. Oh, das war heftig. Ah, so muss das. Und jetzt haltet ihn am Boden. Aha. Ich hatte jetzt nur gerade Glück. Das war schön. Könntet ihr das ein bisschen beschleunigen? Jetzt hattest du sowas von Glück. Das hätte fast wieder eins auf die Oma gegeben. So. Ja, wir haben ihn. Tja. Jetzt gucken wir uns noch an, wie der Mega, also wie die Mega Man Rüstung aussehen würde. Und dann verabschieden wir uns und sagen bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Monster Hunter World. No? Oh, Hologaro und Schwanz, wann habt ihr den denn abgeschnitten?
Ah, okay. Alles okay. Ja, komm, bitte, Zeit. Du nervst gerade. Definitiv. Na? Ah, immerhin nur eins. Na gut, der hätte auch zwei geben können. Jetzt habe ich noch einen Jägeraufstieg erhalten. Ist auch nicht schlecht. No. So kann man auf jeden Fall gut leveln. Für Leute, die noch ein paar Level-Ups brauchen. Wenn ich jetzt noch so viel bekomme, dann möchte ich nicht wissen, wie viel ihr steigt, wenn ihr noch im niedrigen Level-Rang seid. No. Und ihr habt es vorhin gesehen, ich habe es im Alleingang gemacht, in 13 Minuten. Macht ihr das in einer Stunde, habt ihr ihn 4 bis 5 Mal gelegt. Je nachdem, wie schnell ihr seid. Wenn ihr ein Patentrezept gegen das Ding habt, dann nur zu. Ich habe keins. Deswegen einfach feste drauf auf die 12. So, Palico, du bekommst jetzt für kurze Zeit gleich mal eine neue Rüstung angelegt. Palico, komplette Ausrüstung. Kann sie euch mal so zeigen, so sieht's dann aus. Ja, nee, den zeige ich euch definitiv nicht. Sieht nicht gerade wirklich anmachtechnisch aus. Nein, möchte ich nicht. Tja. Deswegen würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt. Ja, man's on the road. Toodaloo.